Tja, da hat sich dann der Rechner kurz mal wieder verabschiedet. Ich bin echt heilfroh, wenn ich mit dem Support-Team irgendwie diesen Fehler auf den Grund gehen kann. Ich bin immer noch der Meinung, dass irgendwie doch ein Fehler in den RAM-Modulen oder sowas ist, wobei mir im Test ja keine großen Auffälligkeiten hatte. Das heißt, keine großen, eigentlich nichts Schlimmes oder so. Aber naja, mal schauen. Ich hoffe echt, dass es bald behoben wird, weil das nervt doch schon so ein bisschen. Naja. Mal gucken, wann hatten wir das letzte Mal gespeichert? Ah, gerade als wir Eisen geholt haben. Oh, haben wir noch gar nichts ausgeräumt gehabt. Ach nee, weil wir auch den Connector vorher gebaut hatten. Stimmt ja. Mensch. Wir da auch mal reinhauen. Wir da vorhauen. Hatte er jetzt schon Eisen gekriegt? Nee, hatte er nicht. Wir fliegen ihn hier mal eben schon mal darauf. So. Bloß nicht Y drücken. Das wäre doof. So, komm schon. Komm. Zack. Verriegeln. Aus. So. Jetzt kriegt er nämlich auch Strom. Dann können wir können die Batterien mal eben auf Aufladen stellen. So. Und hier soll das Eisen nach vorne. Wir brauchen mehr Eisen. Mal gucken. Ja, das hat er jetzt gleich durch. Abschließen mit dem programmierbaren Block. Das hier noch nicht fertig gebaut habe. Nehme ich an, glaube ich. Konnte doch was auf den. Oder ging das sonst immer nur, weil ich eine Wand innen drin hatte? Natürlich. Ja, gut, komm. Wird eh nach oben gesetzt. So. Da, du bist für LCD. Und der Timer-Block ist auch für die LCD-Geschichte. Das hier schon mal auf eine Sekunde stellen. Du sollst auswählen. Ihn ohne Argumente und dich hier. Gut. Ja gut, das Skript, was ich hier benutze, kommt natürlich aus dem Workshop. Configurable Automatic LCDs. Für das YouTube-Video kann ich den Link dazu, zu dem Skript, auch gerne nochmal in die Beschreibung mit reinpacken. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nett. So. Lauf. Läufst du? Ja, sehr gut. Können wir uns hier gleich die LCDs ranpappen. Warum habe ich die über? Was wollte ich noch bauen? Was wollte ich denn noch bauen? Warum habe ich... Hatte ich noch irgendwas?
das Gedächtnis auch nicht mehr so das Tollste. Irgendwas scheinen wir noch im Auftrag gegeben zu haben. Ich weiß nur nicht mehr, was es war. Naja, großer Chaos-Container. Eisen, Nickel, Kobalt brauchen wir noch dafür. Eisen, Nickel, Kobalt. Mit Kobalt brauchen wir noch mehr. Wird das mal eben davor schieben. Dann hätten wir schon mal unsere kleine Lager- und Produktionshalle, die Anfänge davon zumindest schon mal fertig. Ja. Den hier danach auch abreißen und aussortieren und alles hin und her schleppen. Eigentlich habe ich ja bestimmt sowieso genug Sachen dafür, oder? Der ist schon groß. Ich kann da oben, das ist gut. Ja, ja, doch, doch. Das sollte funktionieren. Ja, doch, 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 das wird gut. Konstruktion, Gitter, kleine Motoren, alles. So viel Display und Computer noch. Display und Computer. So. Kannst du schon mal den ganzen Kram. Boah, das wird jetzt ein Hin- und Hergerenne. Ich weiß, ich könnte auch nochmal ein Conveyor-System darüber bauen, aber ich glaube, dann sind wir jetzt zu Fuß doch schneller, als wenn wir jetzt noch ein System bauen, um das rüberziehen zu können. Wie viele Motoren wir haben? So, dup, 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 dup. Lalalala. Tup, 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 tup. Nee. Na,
wir den hier drüben auch gleich abreißen. Eis haben wir ja. Wie viel Glas wir haben. Meine Güte. Warum? Oh ja, ganz wichtig, das Gewehr. So. Okay. Jetzt können wir mal anfangen. Wir brauchen ein Dort. Na. Oh, wow. Eine Platte. Also wir brauchen einen da dran. Da kommt dann von dort das Rohr runter. Das geht auch. Das geht auch daran. Von hier geht's da dann hoch und da oben wieder ran. Das heißt, wir brauchen hier oben auf jeden Fall einen. Genau. Konstruktion, kleinen Motor. Konstruktion. Klein, Motor, klein, Motor. So. Stahlplatten brauchen wir da. Die brauchen wir dafür nicht, sondern Stahlplatten. So, gut. Ja, nicht so viel Hydrogen verbrauchen. Dafür brauchen wir aber interne Panzerung. Kann ich ja ganze zwei Stück mitnehmen. So.
Funktionskomponente. So. Computer und noch mehr Konstruktionskomponente. Computer, Konstruktionskomponente. So. So, darauf zu Assembler. Das sieht falsch aus, oder? So. Dann sah das andere komisch aus. Whitelist. Hier sollen nur Ingots durch. Kann ja eigentlich auch direkt rüberziehen. Weil dann landet eh alles hier drüben drin. Das ist doch okay. So. Gut. Das Schöne dann an hohen Decken. Man sieht es nicht so direkt. Wie viel Hydrogen haben wir? Ja. Ja. Komm schon, ein bisschen Beeilung. Hier schon? Nee. Ja. Setzen wir uns da mal auf. Passt das? Geht das? Ja. Das sollte dann funktionieren. Funktion und kleine. Funktion und kleine. Das hätten wir dann noch die Verbindung. Hilfe, Hilfe. So, ouch. Da auch. Okay, ich glaube, die sind uns jetzt ausgegangen, oder? Ziemlich. Die ist jetzt gerade auch noch nicht so wichtig. So, da. Assembler zu Container. Da. Whitelist Komponenten.
und alles. So, und jetzt sollte alles, nämlich an Komponenten, automatisch da. Sobald wir die Verbindung hier haben, kommt der Krams da auch raus. Warum haben wir das da eigentlich drin? Ah, okay, weil der... Der hält das einfach nicht im Assemble, ne? Gut, dann... wird das nicht auf Drain All gemacht. Wird das erstmal in der Raffinerie, bis das wirklich gebraucht wird. Aber das kann gar nicht... das sein, was da rauskommt. Hier kommen eh nur Komponenten durch. Das fühlt sich auch nicht richtig. Kobalt, erhöht sich das hier gerade? Nee. Ach ja, auch nicht, wa? Wo geht das denn hin? Ach, in den Sorter. Warum schiebt er das denn diesmal nicht weiter? Das wundert mich ja jetzt. Dann kann ich es ja wirklich vergessen. Raffinerie Assembler, das kann aus. Dann ist das einfach nur so eine Sperre. Aber was wollten wir denn jetzt haben? Kleine Stahl. So. Genau, aber das hier wird nämlich jetzt alles hierher gezogen. Ja. Doch, jetzt funktioniert es genauso, wie ich das haben wollte. Sehr gut. Und sollte jetzt hier keine Endlosschleife produziert haben. Nö, das sieht doch gut aus. Damit ist unser kleines System hier schon mal fertig. Das kann man noch mit einer Mauer irgendwie von sehen, wenn wir durch sind. Oder Glasscheibe. Glasscheibe wäre bestimmt ganz cool. Das ist natürlich erweiterbar, wenn wir nochmal zwei Assembler dazu packen, dann verschiebt sich das hier nur so ein bisschen. Aber da werden wir auf jeden Fall auch noch hinkommen. Gut, das klappt. Dann... ist auch soweit sicher. Jetzt weiß ich auch, wir hatten LCDs noch in Auftrag gegeben, ne? Kann ich die daran bauen eigentlich? Nee. Schade, die Sonnenseite wäre cool gewesen. Und ist das richtig rum? Display und Bulletproof Glass. Display und Glas. Das ist schon mal richtig rum. So. Jetzt geht's los. Das hier ist LCD. Gargo Link A1. Das hier ist LCD
Cargo Link A2. Ups. Link A2. Du sollst mir anzeigen, Inventor. Ja, doch. Inventory. Sternchen. Ingot 0. Echo Inventory Sternchen Komponent. Zack. Und auch 0. Was habe ich falsch gemacht? Muss ich doch echt noch mal kurz gucken. Da muss ich doch wirklich noch mal kurz schauen. Wie war das noch mit den... Ah, okay. Ja, jetzt habe ich es. So. Ah, und ja, ich wundere mich natürlich, warum das nicht passt. Warum sich das so bewegt. Empfohlen ist dafür ja 0,8. Dann sollte das gleich auch. Ja, sehr gut. Jetzt sehen wir schon mal, was wir so an Lagerbeständen in der Basis haben. Und wir bemerken, es ist nicht viel. Und es wird schon wieder dunkel. Ach Gott. Sieht schon schick aus hier. Mann, 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 Mann. Ist das toll. Metallplatten. Das Dach ein bisschen hübsch machen. Da müssen wir natürlich noch Licht in die ganze Sache reinbringen. Bloß nicht runterfallen. Wir brauchen noch Sauerstofftanks. Oder nicht Tanks. No. Ich glaube, man konnte mit dem Generator konnte man auch die Flaschen füllen. So. Komm schon. Unsere Halle hier auch gleich fertig. Quasi unser erstes offizielles Basisgebäude. Nicht mehr nur eine Ansammlung von Metallplatte auf dem Boden und einfach alles raufstellen, was man so brauchen kann.
Das Auge spielt ja mit. Geronimo! Geronimo! So. Du aber. Sehr gut. Läuft alles. Sehr, sehr schön.